So, guten Abend. Mal wieder Dr. Cerveza am Start. Wir sind mal wieder bei einem Tasting angelangt. Und ja, heute geht's los mit dem Export von Schwindbräu. Sehen, ob da irgendwas Spezielles dazu steht. Nee, ist aus Aschaffenburg auf jeden Fall. Ja, das werden wir dann auf jeden Fall jetzt mal verkosten. Muss mal auf. So, Flasche ist open. Dann das Glas mal her. Und wir gießen ein. So. Dann kommt schon ein schöner Duft entgegen. Das riecht auf jeden Fall kräftig. Und in dem Fall zwar nach Brot, Getreide, ja, halt typische. Die typischen Exportaromen. Ja, Getreide ist im Vordergrund, kein Hopfen oder so, was da hier den Geruch bestimmt. Na, dann testen wir das Ganze mal. Malzig, leicht süßlich im Geschmack. Ja, aber auch nicht sonderlich kräftig. Sehr süffig auf jeden Fall. Ist definitiv alles andere als verkehrt. Kann man sich geben. Schönes Export. Doch geht sehr, sehr, sehr gut klar.